bester Speck. Wow. Es ist wirklich eine Sensation. Und intensiver Geschmack. Mm. Das Innviertel in Oberösterreich bietet ausreichend Köstlichkeiten für Oliver, um sich mal so richtig auszutoben. Für unsere Hardcore-Speckesser. Hallo bei Koch mit Oliver. Wie Sie wissen, sind wir kulinarisch in Österreich unterwegs. Diesmal sind wir in Oberösterreich gelandet und zwar ganz genau im köstlichen Innviertel. Das Innviertel überzeugt nicht nur mit seiner idyllischen Landschaft und der Gastfreundschaft, sondern vor allem mit den herzhaften und hochwertigen Produkten, die mit viel Liebe hergestellt werden. Der köstliche Innviertler Surspeck und das reichhaltige Bier, das man nicht nur gerne trinkt, sondern auch isst, dürfen dabei nicht fehlen. Und wenn Tradition und Genuss aufeinandertreffen, trifft man vor allem auf eines, den puren Geschmack des Innviertels. Und wofür das Innviertel ganz besonders bekannt ist, ist der Speck. Wonach schaut das aus? Ich sag's Ihnen, nach Innviertler Surspeck. Aber eigentlich nach purem Fett, oder? Bis auf das kleine Stückel da oben. Aber wenn ich Ihnen jetzt sage, dass dieses pure Fett richtig gutes Fett ist, und zwar Omega-3-Fettsäuren. Sie kennen das vielleicht von diesen Lachskapseln, damit wir alle ein bisschen gescheiter werden. Aber nicht nur gesund ist dieser Speck, nein, man kann auch wirklich tolle Köstlichkeiten damit machen. Was diese Knödel in der Küche von Brigitte und Franz Jenichel so unverwechselbar köstlich macht, ist der Innviertler Surspeck. Und damit der dann in den Surspeckknödeln stecken kann, muss vorher viel Liebe zum Detail in den Speck gesteckt werden. Das Besondere ist das, den Innviertler Surspeck gibt es eben schon sehr, sehr lange. Und wir haben diese Tradition von dieser Speckart wieder ins Leben gerufen, haben mit der Genussregion Innviertler Surspeck. Und genau dieser wird seit dem 18. Jahrhundert im Innviertel hergestellt. Dabei liegt den Jenichels vor allem das Wohl ihrer Schweine am Herzen, die nur mit Roggen, Weizen und Produkten vom Hof gefüttert werden, wo sie bis zu 1,5 Jahre leben. Wenn man in den Schweinestall reinschaut, sieht man, dass sie die Schweinl wohlfühlen bei uns. Und das ist für uns das Wichtigste. Und das schmeckt man auch. Denn nachdem die fetten Jahre für die Schweine vorbei sind, werden sie zum berühmten Innviertler Surspeck verarbeitet. Dabei wird das Fett vom Rücken verwendet und mit natürlichen Zutaten veredelt. Der Speck wird eingesalzen. Wir legen den Surspeck 12 Wochen in die Sur. Er wird nur mit normalem, groben Bäckersalz, wie wir sagen, eingelegt und kann darin reifen. Während dieser Reifezeit wird der Geschmack des Fleisches durch Knoblauch, Salz und Wacholderbeeren intensiviert. Und obwohl der Speck zu 97% aus Fett besteht, beinhaltet er besonders viel vom sogenannten guten Fett. Gesund ist der Surspeck deswegen, weil eben die Omega-3-Fette enthalten sind und ein ausgereiftes Fett ist. Darum kommen die Omega-3-Fette im Surspeck vor. Neben den sogenannten guten Fetten überzeugt der Innviertler Surspeck roh oder in Form von Knödeln, aber vor allem durch seinen einzigartigen Geschmack. Es ist ein leicht säuerlicher Geschmack, es ist ein einzigartiger Geschmack. So einen Geschmack findet man eigentlich selten, weil er einfach schön weich und trotzdem einen Biss hat. Unser Aroma natürlich, umso länger dass er drinnen ist, umso feiner wird das Aroma. Dadurch hat er den persönlichen und einen hervorragenden Geschmack und die Persönlichkeit vom Innviertel. Das ist einfach das Innviertel und da ist der Speck zu Hause und das ist Tradition und das gehört weitergepflegt. Und zwar nicht nur im Innviertel, denn diese Tradition schmeckt in ganz Österreich. Dieses tolle Rezept der Innviertler Surspeckknödel finden Sie übrigens in der aktuellen Gusto. Und jetzt heißt es bei uns, ran an den Speck. Aber nicht nur die Innviertler können gut mit dem Surspeck arbeiten, ich auch. Ich verwende es aber heute für ganz was Besonderes, und zwar für mein Salatdressing. Zunächst sagen, wie soll das sein? Wir nehmen es statt dem Öl. Aber dazu ein bisschen später, denn beginnen muss ich mit den Kartoffeln, die brauchen nämlich am längsten. Oder Erdäpfeln, wie man so schön sagt. Zugegeben, Erdäpfelsalat mit Surspeck klingt vielleicht nicht nach dem gesündesten Salat. Aber tatsächlich ist am Ende nicht mehr Fett im Salat als bei jedem anderen üblichen Dressing. Da ich auch Surspeck gerade in der Küche mit Gemüse oder eben Salat verwenden kann, was das Ganze natürlich wieder relativiert, auch wenn man natürlich weiß, dass Surspeck einen relativ hohen Fettanteil hat. Ich werde jetzt in der Pfanne anbraten
mit ein wenig von dem Surspeck. Da haben wir nämlich schon als erstes Mal den Speck mit drinnen. Den lassen wir so richtig schön aus. Werde aber dann separat den Surspeck so richtig schön auslassen. Auslassen bedeutet, dass der Speck in der nicht zu heißen Pfanne fast wie Butter schmilzt. Mit dem Öl, das in der Pfanne zurückbleibt, kann man dann wie mit Olivenöl kochen oder es zum Verfeinern von Speisen verwenden. Bei unserem Salat passiert gleich beides. Da müssen wir immer wieder durchschwenken. Und Sie müssen bei dem Surspeck, Sie wissen, Suren, das hat was mit Salzen zu tun, aufpassen, nicht überwürzen. Das Einzige, was wir gleich mal dazugeben können, ist ein bisschen Pfeffer. Aber Salz braucht es jetzt auf keinen Fall. Und schauen Sie mal, der Speck ist schon, da sieht man das schön. Der wird jetzt ganz glasig und weiß und in Wahrheit wird er immer kleiner. Hat damit zu tun, dass eben das Fett rausgeht und es geht jetzt in die Kartoffeln rein und genau das wollen wir haben. Wenn der Speck dann komplett ausgelassen ist, kommt noch roter Zwiebel dazu. Eigentlich ist es schon ein Kräusel und Kassalot, ja? Könnte man jetzt klassisch sagen. Die Tiroler würden sofort aufschreien. Aber es ist noch lang nicht fertig. Also das wird ein ganz ein herrliches Gericht. Schaut, dass das nicht riechen. Es riecht nämlich sensationell. Der Zwiebel ist ein bisschen scharf. Man merkt es in den Augen. Okay, was kommt noch alles dazu? Ich habe da breite Bohnen, also so breite Fisolen. Die geben der ganzen Sache noch ein bisschen einen Kick. Vorgekocht müssen die, genauso wie die Erdäpfel, nicht werden. Dafür hat Oliver einen eigenen Trick. In die heiße Pfanne einen Schluck Wasser geben und dann mit einem Deckel oder einer zweiten Pfanne köcheln lassen, bis das Wasser weg ist. In der Zwischenzeit geht's an die Beilagen. Okay, ich werde jetzt meine Croutons herrichten und dann habe ich noch was ganz Spezielles für diesen Salat. Erstens natürlich den Salat, da haben wir so wunderschöne Salatherzen, die geben wir dann nachher dazu. Und Sie sehen, da liegt eine geräucherte Forelle. Die werden wir ganz knusprig machen. Die werden wir durch ein Eiweiß durchziehen und dann in griffigen Mehl wenden und ganz heiß rausfrittieren. Was passiert? Es wird extrem knusprig. Knusprig sollen auch unsere Gratins mit Brunnenkresse werden. Aber damit die gleichzeitig nicht zu trocken werden, kommt noch eine gute Schicht Sauerrahm auf die Brötchen. Das kommt jetzt ins Rohr und die Brunnenkresse gebe ich aber erst nachher drauf. Die wird nämlich grau werden und natürlich auch ihre Inhaltsstoffe verlieren. Wie muss ich mein Rohr einstellen? Ganz einfach. So. Ich brauche den Grill oben, also quasi Oberhitzegrill. Das ist so ein Flächengrill, der kriegt richtig schön Hitze. Und wir brauchen wirklich intensive Hitze. Müssen wir jetzt erstmal einstellen. So, 3D-Pizza brauchen wir nicht, Umluftgrill brauchen wir auch nicht. Großflächengrill, da sind wir schon. Und dann wollen wir richtig Vollgas geben. 270 Grad. Kann sogar ein bisschen mehr, aber mehr brauchen wir nicht. Geben das Gitter ganz oben rauf. Lassen es raus und legen unsere Brote rein. Und die sollen da jetzt ruhig ein bisschen knusprig werden. Und schirmen es jetzt wieder da. Und da wird man dann ein kleines Zeichen geben, es macht so Bing und dann ist es heiß genug. Die Gratins brauchen jetzt etwa 5 Minuten. Und die nutzen wir, um die geräucherte Forelle herauszubacken. Würzen braucht man bei der Forelle übrigens auch nichts. Ja? Die hat durch das Räuchern auch sehr viel Eigengeschmack bekommen, muss man gar nichts mehr tun. Jetzt schauen wir mal, ist das heiß? Kleiner Test. Ja, wunderbar heiß. Zuerst das Eiklar, dann das Mehl. Und jetzt bleibt eben nur ganz wenig, das hat jetzt das griffige Mehl den Vorteil, nur ganz wenig bleibt da drauf und rein damit ins heiße Fett. Und lange braucht die Forelle auch nicht im Öl. Weil sie ja schon geräuchert ist, muss man nicht darauf warten, dass sie gar wird. Nur schön knusprig soll sie sein. Die Erdäpfel und Bohnen sind schon fertig und kommen in unsere Salatschüssel. So, da haben wir jetzt die Erdäpfel drinnen. Die Pfanne lasse ich heiß werden. In der Zwischenzeit schauen wir mal, wie es mit unseren Broten ausschaut. Ja, herrlich. Schauen Sie mal, das Sauerrahm. Der hat uns aufgeschaut. Das ist total unfair. Das verbrennt natürlich sofort. Aber die sind jetzt wunderbar knusprig. Da hacken wir jetzt dann zum Schluss nur noch die Brunnenkresse drauf. Und schöner geht's gar nicht. Und dann geht's auch schon an die Hauptzutat. Das Dressing. Dafür verwenden wir nämlich auch unseren herrlichen Innviertler Surspeck. Die Grundregel für jegliches Dressing, Essig-Öl-Dressing, lautet 3 Teile Fett, 1 Teil Essig oder Säure.
Also, wenn Sie jetzt drei Teile Olivenöl nehmen und ein Teil Zitronensaft, dann haben Sie zum Beispiel ein wunderschön herrliches sommerliches Dressing. Olivers Dressing ist diesmal aber der ausgelassene Speck und ein guter Schluck Essig. Das ist jetzt zu viel, was da drinnen ist. Nur ein wenig, ein bisschen was von dem Essig. Ein wenig Pfeffer noch, denn der Salat nimmt da schon einiges von dem Geschmack auf. Und jetzt, für die, die es jetzt für unsere Hardcore-Speckesser, dann geben sie die Speckwürfeln auch noch mit eine. Ja, aber ansonsten reicht natürlich das pure Fett. Ja. Ich habe da ein Sieb und jetzt tun wir das Fett da drauf. Und das gibt ihm einen unglaublich tollen Geschmack ab. Und dann wird unser Innviertler Sur-Specksalat auch schon angerichtet. Als allererstes natürlich unseren Salat mit dem Speckdressing. Haben wir da ruhig ordentlich in die Mitte. So, mit dem frischen Zwiebel, mit den Bohnen, den Breiten und diesem herrlichen Sur-Speckdressing. Dann drauf oben unsere knusprige Forelle und rundherum eben unsere Brote. Unser Salat hier reicht als Vorspeise für 4 Personen. Er ist zwar etwas komplizierter als die üblichen Salate, dafür schmeckt man aber auch den Unterschied. Als Vorspeise für 4 Personen kostet der Salat pro Portion nur knapp 3 Euro. Und schlägt mit 280 Kalorien trotzdem vielen Fett nicht mal bei der Diät aus dem Ufer. Tja, so schmeckt das Innviertel. Ja, und jetzt gibt's auch noch was zu gewinnen. Diese Woche haben Sie die einmalige Möglichkeit, ein Multifunktions-Herd-Set, bestehend aus einem Herd und einem Ceran-Kochfeld von Elektra Bregenz, zu gewinnen. Mit seinem programmierbaren Digital-Display, versenkbaren Bedienknöpfen sowie 8 Kochfunktionen ist er ein Hingucker in jeder Küche. Beantworten Sie uns die Gewinnspielfrage auf puls4.com. Die beste Antwort gewinnt. Die Vorspeise wahnsinnig geruchsintensiv und geschmacklich der absolute Wahnsinn. Sie müssen es unbedingt daheim nachkochen. Auf kochmitoliver.at finden Sie das Rezept. Jetzt machen wir auch was Innviertlerisches, und zwar ein Bierfleisch. Was braucht man dafür? Alle Zutaten, die Sie da sehen, natürlich Fleisch und, keine Frage, Bier. Und Bier gibt es hier beim Riederwirt in Ried im Innkreis zu Genüge. Denn Biersommelier Karl Zuser hat eine einzigartige Sammlung des köstlichen Gerstensaftes, die man nicht nur gerne trinkt, sondern auch gerne verkocht. Zum Beispiel beim traditionellen Innviertler Bierfleisch. Also wir bereiten es bei uns, das Bierfleisch, mit Schweinefleisch zu, regional von Bauern in der Gegend, mit regionalem Bier aus der Bierregion Innviertel und eben mit Gemüse. Neben dem Gemüse wird noch Schweinefleisch, Tomatenmark, Majoran, Kümmel, Lorbeerblätter, Salz, Pfeffer, Senf und Wacholderbeeren verwendet. Und dann macht sich der Bierliebhaber auch schon ans Werk. Streichen wir mit ein bisschen Senf ein. Ich verwende gern Biersenf. Wir machen selber Bieressig und Biersenf. Stellen wir selber her und den verwende ich gern natürlich für das Bierfleisch. Dieser spezielle Senf soll den späteren Biergeschmack verstärken. Und durch das scharfe Anbraten entwickelt das Fleisch zarte Röstaromen. Alles andere als zart wird es jetzt für das Gemüse, das in Stücke gehackt wird und in den Topf kommt, wo es mit Tomatenmark, Kräutern und Gewürzen verfeinert wird. Und was darf auf keinen Fall fehlen? Richtig, das gute Innviertler Bier. Ich habe jetzt ein untergäriges und ein obergäriges da. Das ist eigentlich Geschmackssache, was man verwendet. Wichtig ist, dass man ein mild gehopftes Bier nimmt. Sprich, ein dunkles Bier hat immer wenig Hopfung, sehr viel Malzsüße und das eignet sich besser zum Kochen, weil die Bittere vom Hopfen natürlich sich in das Gargut überträgt. Damit sich der volle Geschmack bestens entfalten kann, köchelt das köstliche Fleisch nun ganze 2 Stunden vor sich hin, bis es dann mit den flaumigen Semmelknödeln serviert und genossen werden kann. Na dann, Mahlzeit.
So mache ich Innviertler Bierfleisch. Ja, schaut großartig aus, aber jetzt kommt meine Version. Und zwar beginnen wir natürlich sofort mit dem Fleisch. Ich habe da was ganz Besonderes heute gekauft, und zwar ein Beiritt. Das bedeutet aber auch, dass mein Innviertler Bierfleisch nicht ganz durch sein wird. Also ich habe jetzt vor, das irgendwie zart rosa zu braten. So ein Beiritt oder auch Rostbraten ist eines der besten Stücke vom Rind. Das Fleisch kommt vom unteren Rücken der Kuh und schmeckt am besten, wenn es nicht ganz durchgegart ist. Woran erkennt man, dass es ein tolles Fleisch ist? Schauen Sie mal ganz genau her. Man sieht das da drinnen. Die Marmorierung des Fleisches ist immer das Wichtigste. Also diese weißen Punkte bedeutet, dass das Fett mit eingebunden wurde in das Fleisch, und das ist das, was dann so richtig schön zart ist. Das Beiritt wird in gleichmäßige Würfel geschnitten, wobei auch die Sehnenhaut ruhig dran gelassen werden kann. Die gibt nämlich beim Kochen noch etwas Geschmack ab. Die Würfel kommen jetzt in die richtig heiße Pfanne. Nicht das ganze Fleisch von Anfang an reingeben. Wenn Sie zu viel Fleisch reinkommen, ist das Problem vorhanden, dass Sie die Pfanne zu kalt machen. Also immer stückweise dazugeben. Immer den ersten Teil und dann noch einen. In der Pfanne wird das Fleisch nur kurz und scharf angebraten, um die Röstaromen auch in unserem Wurzelfleisch zu haben. Nachdem das Fleisch ja nachher noch gekocht wird, sollte es zum großen Teil roh bleiben. Jetzt haben wir auch noch eine Beilage zu unserem Bierfleisch, und zwar ein Erdäpfelstrudel. Ein Innviertler Erdäpfelstrudel, sage ich jetzt einmal so präpotent, obwohl es in Wahrheit der Innviertler Erdäpfelstrudel wird mit Erdäpfelteig gemacht. Ich mache meine mit Strudelteig. Das heißt, ich fülle quasi den Strudelteig mit Erdäpfeln. Und Sie kennen meine Methode, wie man Erdäpfel am schnellsten gar macht. Die sind schön gewaschen, schön gebürstet. Und jetzt machen wir da so Würfeln draus, und die werden wir in der Pfanne anbraten und dann quasi mit ein wenig Flüssigkeit dünsten. Dann geben wir einen Zwiebel dazu, ein bisschen was von diesem herrlichen Sauerspeck. Der gibt wieder einen tollen Geschmack ab. Majoran, ein bisschen Knoblauch. Und dann füllen wir das in Strudelblätter ein. Ab ins Rohr damit. Die Erdäpfel kommen in eine Pfanne rein. Und inzwischen können wir das Fleisch schon wieder aus der anderen Pfanne nehmen. So, beim Fleisch muss man echt aufpassen, dass es nicht durch wird. Ja? Also, ich habe es vorher schon gesagt. Schaut wunderbar aus. Raus damit. Und jetzt kommt unser Gemüse rein. Zu den Kartoffeln geben wir ein bisschen an Öl. Und braten es ein bisschen besser an. Das geben wir auch gleich dazu, ein wenig von dem Zwiebel, und zwar die Hälfte. Die eine Hälfte brauchen wir für unser Fleisch und die andere Hälfte brauchen wir für unseren Strudel. So. Und während dem Zwiebel schneiden fällt Oliver auf, dass er ja noch seine Geheimwaffe, den Innviertler Sauerspeck, hat. Und was geben wir auch gleich mit dazu, ist ein wenig von diesem, und ich kann es wirklich immer nur wiederholen, fahren Sie dorthin, holen Sie sich, schauen Sie, dass Sie es irgendwo kriegen. Der ist sensationell. Also dieser Sauerspeck, der riecht gut, der schmeckt gut. Das kriegen Sie in wirklich vielen Spezialitätsgeschäften mittlerweile. Und es zahlt sich aus. Ja. Schauen Sie sich nicht vor dem Fett. Das ist ein Unsinn zu glauben, dass das ungesund ist. Und darum kommt es auch nicht nur in den Strudel. Ich werde die Hälfte nehmen für meinen Strudel und die andere Hälfte werde ich nehmen für das Fleisch. Gibt ja einen super Geschmack ab und kommt aus dem Innviertler. So. Gut, jetzt brauchen wir das Gemüse für unser Fleisch. Da habe ich hergerichtet, sauber machen da, Karotten, eine Petersilwurzel und ein bisschen einen Stangenzeller. Stangenzeller müssen wir nicht schälen. Können wir einfach so schneiden. Karotten und Petersilwurzeln werden geschält, gewürfelt und kommen gemeinsam mit dem Stangenzeller in die Pfanne, in der vorher unser Fleisch war. Die Erdäpfel werden mit Kümmel und Majoran gewürzt und werden mit einem Schluck Wasser darin zum Aufköcheln zugedeckt. Okay, was brauchen wir jetzt? Keine Frage, das Bier. Ein bisschen was ist ja noch über. Und das löschen wir ab. Sowohl die Erdäpfel als auch das Gemüse brauchen etwa 10 bis 15 Minuten in der Pfanne, bevor wir weiter an unserer Beilage, dem Erdäpfelstrudel, arbeiten können. Und wissen Sie was?
Das riecht so gut. Da geben wir ein bisschen an Zimt dazu. Das hat ein guter Freund von mir letztens angemerkt, dass es passen könnte. Und ich bin fast der Meinung, dass es wirklich stimmt. Und wir werden das jetzt mal ausprobieren. Ganz wenig nur. Das muss nur unterstreichen, den Geschmack. So, und jetzt rühren wir das durch und geben ein wenig von dem Sauerrahm mit rein. Und dann machen wir da einen Strudel draus. Ein Strudel, wo es mit den Ohren schlackern. So. Schmeckt das oder schmeckt das nicht? Das ist die Frage. Ja. Es schmeckt. Daran haben wir auch wirklich nie gezweifelt. Und diese Erdäpfelmasse wird jetzt in einen Strudelteig gefüllt. Die gibt es übrigens schon fertig zu kaufen. Weiß nicht, ob Sie es wussten. Da hat man wirklich einen Riesenvorteil. Denn so einen Strudel selber machen, das ist echt ein Hocken. Meine Großmutter hat das noch großartig gekonnt. Ich sage Ihnen, ich kann es auch noch, aber es ist wirklich viel Arbeit. So. Schmeckt so richtig herrlich. Aber bevor der Strudel zusammengerollt wird, Oliver, hast du nicht etwas vergessen? Denn ich habe noch eine gute Idee. Wir haben nur so viel von diesem Surspeck. Wir könnten da doch wirklich noch ein bisschen was ganz... Das Sonntagsgericht, wurscht wegen den Kalorien. Und so schlimm ist es eh nicht. Ja, und wissen Sie was? Sie haben es eh nur im Geschmack, sehen uns das eh nicht mehr. Schmützte. So. Und jetzt wird der Strudel gerollt. Ich mache das wirklich gern mit den Fingern, denn ich bin Koch aus Leidenschaft und ich finde, dass man Essen auch angreifen darf. So. Da kommt jetzt das Papier weg und das rollen wir jetzt ordentlich ein. Zack. Da machen wir zu. Das kosten wir. Das geben wir auf unser Backblech. Und das kommt jetzt ins Rohr. Bei 175 Grad. Ich habe 3D-Garn gewählt. Eine meiner Lieblingsgarmethoden gibt es nämlich nicht in jedem Herd. Der Vorteil ist, es kommt die Temperatur von überall. Jetzt geht die Hände waschen und dann machen wir die Soße fertig. Ein wenig Salz, Pfeffer und Honig. Und schon kann aus dem Ganzen eine Soße gemacht werden. So. Wow, jetzt schmeckt's. Ganz großes Kino. Gut, das kommt jetzt da rein. Wissen Sie, ich habe das letztens bemerkt, aber ich habe ein dunkles Hemd angehabt. Wenn man in flachen Geschirrl mit dem Stabmixer aufmixt, hat man das Problem, dass man einiges des Essens auch dann auf dem Hemd hat. Deswegen kommt das jetzt da in die Schüssel rein. So. Und jetzt, hui. Da bin ich Botscher, das gibt's überhaupt nicht. Und jetzt mixen wir da auf. Nur nicht allzu fein pürieren. Ein paar Stückchen sollten schon drin bleiben. Und wir haben dann beides. Wir haben einerseits diesen wunderbaren Saft, der schon leicht cremig ist aufgrund der Bindung durch das Gemüse. Und auf der anderen Seite haben sie das Gemüse auch noch, auf das aufbeißen können. Wow. Pur Salz. Immer wieder. Sie sehen es auch bei mir. Ich mache das jetzt im Fernsehen seit über 8 Jahren und als Koch seit mehr als 24 Jahren. Ich darf gar nicht darüber nachdenken. Rechnen Sie jetzt bitte nicht aus, wie alt ich schon bin. Aber Sie müssen immer wieder nachschmecken. Also es ist gar kein Problem, wenn Sie nachwürzen. Okay, jetzt haben wir das Fleisch. Da hat sich natürlich auch der Fleischsaft unten gebildet. Und jetzt kommt dieser Saft oben drüber. Und jetzt verbindet sich der Fleischsaft mit dem Gemüsesaft. Das köchelt jetzt vor sich hin, bis das Fleisch so gar ist, wie man es haben möchte. In der Zwischenzeit entwickelt auch der Strudel eine schöne, knusprige Hülle. Ja, jetzt können wir eigentlich schon fast finalisieren. Vorher muss ich es nochmal kosten. Schauen wir mal, ob mir irgendwas fehlt. Fleisch. Schön durchgezogen. Eventuell eine ganz kleine Prise Salz. Wissen Sie, wenn ein Salz fällt, ist immer so eine Geschichte. Zu viel Salz ist schlecht, zu wenig Salz schmeckt nicht. Aber das ist herrlich. Das ist ganz herrlich. Das schmeckt nach Bier, schmeckt nach den Wurzeln, die drinnen sind. Wow, das schmeckt echt ganz großartig. So, das kommt jetzt auf unseren Teller.
Und das Bayrit ist natürlich das perfekte Fleisch dafür, weil Sie sehen da eh noch zart rosa. Ein herrliches Softfleisch im wahrsten Sinne des Wortes. Und dazu natürlich noch die erdigen, ehrlichen Innviertler Erdäpfeln. So, perfekt gegart, wunderschön, es glänzt. Das Schöne ist, es muss ja innen nicht mehr gar werden. Ja? Es hat ja. Die Erdäpfeln waren ja schon durch und die waren auch noch relativ lauwarm. Das heißt, es muss innen nicht warm, es muss nur außen diese Kruste bekommen. Sehen Sie das, wie schön das glänzt? Genauso wollen wir das haben. Da haben wir unser Sägemesser. Und jetzt hoffe ich, dass Sie es jetzt knacken hören. Ja? Schauen Sie es an. Da schauen die Erdäpfel raus. Außen ist knackig, innen ist softig. Das saugt auch noch den Saft auf. Also sehr viel besser geht das nicht. Da kommt das, da kommt das, da kommt das. Und was dürfen wir nicht vergessen? Was hat dem Ganzen noch diese schöne Würze gegeben? Und jetzt macht es dekotechnisch auch noch Sinn. Unser Majoran. Er kommt oben drauf. Olivers Wurzelfleisch kommt Sie vielleicht am Laufband teuer. Mit knapp 500 Kalorien ist das ziemlich deftig. Aber wenn Sie für 4 Personen kochen, sind die Kosten von 5 Euro pro Portion durchaus günstig. Ja, das ist meine Version vom Innviertler Bierfleisch. Und so kann ich nur sagen, so schmeckt das Innviertler.